This talk, like basically Rama and I met during the Cinemagranta Film Festival. Rama und ich haben uns während dem Cinemathèque Film Festival getroffen. Sie hat eine Dokumentation über eine Hip-Hop-Gruppe gemacht, die in Sambia sehr politische Texte gemacht und hat die verwendet, um politische Veränderungen durchzusetzen. Und die Dokumentation, die folgt dieser Gruppe. Und die sind auch weiterhin sehr politisch und sie nutzen Musik dafür und verschiedene Kanäle, um die Musik weiter zu verbreiten. Das war sehr interessant für mich. Das ist sehr nah an der Arbeit, die ich mache. Ich habe etwas gemacht, der Kampf ist noch nicht vorbei. Und das kommt aus den 60ern und da gibt es ein Guerilla, ein Filmproduktionsteam. Und der Führer davon war auch einer der Führer von der Unabhängigkeitsbewegung. Und jetzt wird dort Forschung über die verschiedenen portugiesischen Kolonien gemacht, wie das Land genutzt wird und er hat sich dagegen aufgelehnt. Später ist daran dann auch eine bewaffneter Widerstand geworden. Und jetzt gebe ich euch ein bisschen Hintergrund. Und als Fidel Castro militärische Unterstützung dahin gebracht hat, und dann hat er gesagt, nee, ich muss meine Bevölkerung lehren, Lehrer und Ärzte und Filmdirektoren zu werden. Und er wollte eine Nation und einen Staat und er wollte Ausbildung und Bildung und da nutzt er eine sehr militante Form der Filmproduktion und er lehrt andere Menschen neue Methoden, um Ackerbau zu betreiben und andere Arten, sich auszudrücken, nicht den portugiesischen Modellen zu folgen. Das, woran Rama heute arbeitet, das folgt in den Fußstapfen der Leute, die diese Medien gemacht haben. Wir haben über militantes Filmproduktion gemacht, geredet, wer auf unserem feministischen Filmfestival. Und das haben wir in Buenos Aires und Barcelona vorgestellt. Der Kontext letztes Jahr war wichtig in Barcelona, weil da eine Unabhängigkeitsbewegung war. Und ich habe Diskussionen angefeuert und habe auch aufgezeigt, wo man aufsetzen kann. Was wir jetzt planen, ist in einer Tradition von anzuknüpfen, wo die Cyberfeminismus heißt. Ich hoffe, einige von euch haben eine Vorstellung davon, was Cyberfeminismus ist. Donna Hathaway hat in 1963 das Cyborg Manifesto geschrieben. Und sie hat gedacht, dass Internet existiert, oder sie hat sich ausgedacht, dass es existiert, aber nicht wie die Leute heute das denken. Und ihre Vorstellung war sehr revolutionär zu diesem Zeitpunkt. Und dann 1991 ist das Cyber Feminist Manifesto rausgekommen. Und da waren australische Protagonistinnen, die waren in Muds & Mooses unterwegs.
Und jedes von diesen Dingen passiert in einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort und die Politik passiert mit unterschiedlichen Medien. Und die Medien, die sie benutzen, haben Bezug dazu, wo sie sich gerade befinden. Viele Menschen, die heute Medien benutzen, die vergessen, wie es vor 10 oder 20 Jahren war. Und das, was wir mit den Medien machen, das weist uns auch den Weg, wie wir das damit umgehen. Machst du mal? So viel als erster Backdrop zu Cyberfeminismus. Ich persönlich habe eine Mailingliste gegründet für Frauen und Technologie. Vor 20 Jahren ist das gewesen. Ansonsten, auf dieser Liste haben wir die frühen Diskussionen in diesem Bereich angestoßen in den 90ern. In den 90ern war das eine angemessener Diskurs, der im Bereich der Netzkultur, der über diese Mailinglisten stattfand. Der CCC stand am Anfang und der Transmediale, den Festivals, alternative Kulturen begannen zu wachsen. Telekommunistas fassten Fuß. Und in dieser Zeit und in dieser Diskussion der 90er in Europa war auch verbunden mit anderen Diskussionen, aber auch erfüllte die Rolle, einfach einen sichtbaren Feminismus zu schaffen und zu etablieren neben den dominanten Strukturen. Insofern sieht man ja hier auch heute immer noch im Publikum, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich hoffe immer noch, dass meine Co-Referentin Rama hier gleich auftaucht. Aber so viel erstmal zu Cyberfeminismus, jetzt zu Xenofeminismus. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt, aus einer internationalen Gruppierung heraus. Und diese Gruppe hat sich mittlerweile gewandelt von einem Kollektiv zu einer Arbeitsgruppe. Und sie versuchen, Programmierung mit Literatur, Studium und auch Theorie zu verbinden und gleichzeitig auch mathematische Ansätze zu nutzen. In Australien, Berlin und auch noch woanders sitzt diese Gruppe. Und es ist ein weiterer Punkt für diese Debatte, die letztendlich aus Cyberfeminismus, aber auch Xenofeminismus bedient. Und auf all diese verschiedenen Diskurse baut jetzt die Xenofeminismus-Debatte auf. Insofern sprechen wir von einem interessanten Alphabet und darüber habe ich mich mit Rama, meiner Co-Referentin, auch immer ausgetauscht. Und als Filmemacher bin ich daran interessiert und diese Begriffe haben einfach eine unheimliche spannende Resonanzkraft und Spannungsfeld. Cyberfeminismus, Xenofeminismus. Es gibt auch in Russland eine Philosophin, die sich damit auseinandersetzt, in intellektuellen und linken Kreisen. Pussy Riot spielt auch eine Rolle in diesem Zusammenhang. Und als wir uns hier über diesen Referat ausgetauscht haben, haben wir, ich erinnere mich leider nicht an den Namen der Dame, aber falls ihr Sci-Hub kennt, das wurde ja von einer sehr jungen Programmiererin in St. Petersburg programmiert. Ich erinnere mich leider nicht an den genauen Namen, aber diese Online-Datenbank von
this is my one sort of credit to Ala, is that she's really pushing this project side. Ja, ich bin leider nicht so ganz firm in dem Topic, weil mein Computer noch mit Ala ist. Auf jeden Fall SciHub, diese medizinischen Journal-Artikel und andere Journal-Artikel werden über diese Plattform veröffentlicht gemacht und können auch von Menschen aufgerufen werden, die nicht die teuren Abos abschließen wollen oder können. Und jüngst ist Ala, glaube ich, in den USA verurteilt wegen Urheberrechtsverletzung und muss potenziell bis zu 2 Millionen Dollar zahlen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Alexander Albakin ist das wohl. Nun gut, auf jeden Fall. Würde ich gerne auf diesen Fall aufmerksam machen. Das heißt, wenn jemand hier aushelfen kann, gerne auch mit 2 Millionen Dollar, dann bitte einfach hier melden. Insofern, unsere Zusammenarbeit erstreckt sich über verschiedene Epochen, Diskussionen hinweg, die ich jetzt dargestellt habe. Und es geht um die thematischen Diskussionen, die ich gerade dargestellt habe, auch um Zugang zu Medien und auch um Revolutionen, die daraus entstehen können. Und wir haben uns darüber gerade gestern erst noch unterhalten. Also ich kenne viele Leute, die technologische Arbeit leisten, die Revolutionen und Wandel herbeiführen kann. Und in ihrer Freizeit machen die meisten das. Und also eigentlich würde ich ja gerne in einer Welt leben, in der ich meiner Freizeit einfach so etwas nicht machen müsste und wo es keine Erfordernisse für solche Wandel und Revolutionen gibt. Ich persönlich würde ja lieber dann ein bisschen was Spaßorientiertes machen, ein bisschen was trinken, tanzen und so weiter. Auf jeden Fall, im Moment, in dieser Zeit, dreht sich in unserer Welt viel um Medien, um Medienkonsum. Und es kommt sehr darauf an, wie man diese Medien konsumiert und welche Informationen dort herausziehen kann. Und das kommt sehr auf die Lokalität an, wo man sich befindet auf dieser Welt. Und meist ist das Internet ja sehr wichtig. Also natürlich, wenn man sich hier in Deutschland anguckt, ist es relativ offensichtlich. Aber auch in anderen Ländern. Und spannend ist, dass sich hier das Verhältnis manchmal ändert. Also von Medien zueinander und der Wichtigkeit. Also schauen wir uns mal das Handy an. Also Micropayments auf dem Handy. Das wurde zum Beispiel bei Rama, wüsste hier mehr Details. Ist sie schon da? Nein, leider nicht. Also in Kenia wurde Micropayments, handybasierte Micropayments entwickelt. Und in Berlin unterhalte ich mich manchmal darüber. Auf jeden Fall vor Ort ist diese Micropayment-Lösung sehr bedeutend geworden, weil es sehr, sehr verbreitet ist und von vielen Leuten benutzt wird und auch weiter sich in weitere Lösungen dann verbreitet und Anschlusstechnologien entwickelt werden. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir in unseren westlichen Gesellschaften diese Entwicklung ganz oft nicht im Blick haben. Das heißt, weil sie bei uns lokal keine Rolle spielen, aber eben in den anderen Ländern, in den nicht-westlichen Ländern einen großen Einfluss haben. Beispielsweise bei Handys, das Texting, die Kurznachrichten, wurde schnell vergessen von uns in unserer westlichen Beobachtung. Aber in nicht-westlichen Ländern hat diese Kurzmitteilung eine große Rolle gespielt. Und man hat dann geschaut, die Pläne, die Tarife in afrikanischen Ländern waren dann so teuer im Audiobereich, also im Sprachbereich fürs Telefonieren, dass man beobachten konnte, dass super viele
Verträge und Abos im Textbereich für SMS verkauft wurden. Und wenn man auf diese Daten guckt, dann fällt das schnell auf, dass dort eine andere Medien- und Telefonnutzung stattfindet. Insofern, das scheint vielleicht wie so eine triviale Beobachtung zu erscheinen, aber es ist wichtig, dass die Technologien, die derzeit existieren, in komplett anderen Wegen und anderen Ausprägungen genutzt werden können und dann im Umkehrschluss auch unterschiedliche Realitäten konstruieren. Und das begeistert mich, das ist der Inhalt meiner Arbeit, wenn ich beobachte, wie eben in unterschiedlichen Kontexten Mediennutzung zu unterschiedlichen Resultaten führt. Ja, und jetzt wechsle ich mal. Ich versuche mich immer noch zu erinnern. Ich hoffe, dass Nora mir erzählt, wann morgen ihr Film gezeigt wird. Sometime in this big hall just over here to the hier auf der it's over there, I guess. Auf der rechten Seite des Publikums. Wir schauen, was die Medien sind und was es für Medien gibt und warum unterschiedliche Medien einen Unterschied machen könnten. I have this friend, he and I, we talked about how different, wie verschiedene Geschichtsformen, Erzählformen das den Inhalt ändern können. Es gibt eine neue Richtung Arbeit, wie digitale Speicherung passiert. Und sie schauen, wie Menschen neue Technologien verwenden können, um Geschichten zu erzählen. Ein Film kann viele Sachen machen. Ramas Film oder Spellreel. Das war auch militantes Medienprojekt. Und das sind Dinge, die oft in Museen gezeigt werden. Oder bei Filmfestivals an Künstlerorten oder an Aktivistenveranstaltungen. In any number of places across Guinea-Bissau, across Gambia and Senegal. So in Gambia, Senegal und Guinea-Bissau sind diese Sachen gezeigt worden. Und wenn man einen Film zeigen möchte, der über all diese Räume sinnvoll ist, muss man unterschiedliche Wissensbasen anzapfen. Es ist also nicht unwichtig, was es für jemanden bedeutet, in einen Museumsraum einzutreten. Rama und eine kleine Anzahl von afrikanischen Filmproduzentinnen, Aktivisten in Senegal, Sambia, Südafrika, die kommen zum Museum der modernen Kunst in New York und sehen ihre Kunst dort. Sobald sie diese Glaubwürdigkeit von diesem Museum hat, bekommt sie auch Geld, um andere Dinge zu machen. Die Glaubwürdigkeit, die man durch institutionelle Unterstützung bekommt, das kann umgemünzt werden in gesellschaftlichen Einfluss. Das ist ein einfaches Prinzip. Aber wenn man seine eigene Möglichkeit hat, sich zu bewegen, zu reden, dann denken Leute häufig nicht darüber nach, wo das herkommt und dass es ein Privileg ist und dass es genutzt werden kann, um Privilegien für andere Menschen zu öffnen. How much time? Wait, just a second.
Ja. Hm, wie viel Zeit haben wir noch? I'm just taking a quick break. Eine kurze Pause. And the film The Revolution will not be televised. Und der Film Die Revolution wird morgen kurz nach Mitternacht nicht als Fernsehen übertragen, sondern es wird hier gezeigt. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Und es gibt zwei Mikrofone. Und hier haben wir Mikrofone 1 und 2. Then you can stand up behind the microphones and we can, wenn wir die Frage-Antwort Zeit haben, dann könnt ihr kommen und dann eure Fragen stellen. Und es gibt die Möglichkeit, aus dem Internet Fragen zu stellen. If anybody would like to come up and sing a small song, that would be very welcome. No, this is, yeah, sorry, I'm doing my best to sort of stretch out our conversation. The other thing that, like, because this, like, something like das andere, like Rama and I were talking, was Rama und ich besprochen haben, weil wir eine lange Diskussion hatten und wir diese Diskussion mit euch teilen wollten. Und sie ist jetzt irgendwo in Leipzig verloren gegangen. The question of something like hacking that we were talking about, what, like when we wir haben uns über Hacking unterhalten und was es bedeutet zu hacken und was es bedeutet, Räume zu betreten, wo man eigentlich nicht rein darf. Was bedeutet es, dort zu wohnen und was es bedeutet, diese Fähigkeit, diesen Raum überhaupt reinzukommen, was das bedeutet. Die meisten Leute verstehen schon, dass das was Besonderes ist, aber irgendwann wird es zur Normalität. Sie nehmen es als gegeben. Und wir nehmen das, man muss das nicht nur in Bezug auf räumliche Räume, also geografische Räume betrachten, sondern auch soziale Räume. Das kann auf einer sozialen Ebene sein, auf einer politischen Ebene. Und es ist eigentlich einfach. Aber also der CCC ist von Anfang an ein Ort gewesen, wo man wichtige Kommunikationsformen erkundet hat. Und es ist nie immer nur über die Technik gewesen, sondern es war auch immer sehr stark darin begründet, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Und wir hatten sehr produktive Meinungsverschiedenheiten dazu, was Hacken sein könnte. Und das könnte überall passieren. Und ich habe auch keine, ich möchte mich auch nicht über Leute, die die Filme machen für den Spaß. Aber das, was mich interessiert, ist, Bewusstsein zu schaffen, Leute zu erziehen, auszubilden und Leute mit ihrem Bewusstsein in Kontakt zu bringen, mit ihrer. This is conscientization is like how do you get people in touch with their own, like not their lived politics. Es gibt ein Wort conscientization. That's something where you understand that the basics, like your basic social position. Und dieses Wort, das versucht zu erklären oder fasst zusammen, wo man sich selber im sozialen, ökonomischen Gefüge befindet und wenn man das besser, wenn man besser versteht, wo man steht, dann kann man sich besser politisch oder ökonomisch oder sozial verhalten. Und dann kann man auch aus dieser Position heraus Dinge tun, wie eine Vereinigung oder eine Gewerkschaft organisieren.
und daraus auch größere Bewegungen machen. Das sind sehr allgemeine Regeln, aber die sind übertragbar. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Informationsblase, wo Menschen so viele Daten im Zugriff haben, dass Fakten immer weniger bedeuten. Wenn man besser informiert sein könnte, weil sie zu so viel nützlicher und bedeutungsvoller Information haben. Und das ist natürlich auch eine schöne Parallele zu den Rechtsflügelbewegungen, Rechtsaußenbewegungen, die auch in der Blase wohnen. Und ich möchte halt Menschen dafür sensibilisieren, dass sie halt sich damit beschäftigen. Und mit Rama diskutiere ich darüber, was ist Hacken, wofür ist es gut und was würde es bedeuten, wenn Leute von hier nach Senegal gehen würden und ihr Wissen dort teilen würden. Es wäre komisch und lustig. I am going to. I think. Oh, is that Rama? So. Ist das Rama? I know it's early, but I think I think that's what I have to say about this. And I, like maybe if you have questions, comments. Also es ist zwar früh, aber das sind die Dinge, die ich über das Thema zu sagen habe. Und wenn ihr Fragen habt, dann, wenn ihr Fragen oder Beschwerden oder sonst irgendwas habt, dann kommt. Wir haben zwei Mikrofone. Also wenn jemand hier in die Diskussion eintreten möchte, dann kommt vor. So go to the microphone that's in the middle of the room or on the side of the room. Geh mal hier zum Mikrofon. Microphone number two in a couple of seconds. There you go. Okay, microphone so number two. Thank you. It's to go on a discussion. It's not like a proper big question, but maybe. Also das ist jetzt keine richtig große Frage. Zwei Dinge, die mich interessieren. Du hast erwähnt, dass es zu wenig dominante Leute hier gibt. Und was du dazu denkst, das sind hier die weißen, männlichen Jungen. Und das Zweite ist über die kolonisierende Technologie. Gibt es da irgendeinen Teil, der hier zu der Diskussion passt? Great. First of all, I think we Alec Nora Badri and the CCC team, I think for many years has worked to try to make a more inclusive space. Also das CCC hat hier seit einigen Jahren versucht, eine bessere Inklusion herzustellen, einen Raum zu schaffen. Und hat auch angefangen, hier den Raum zu hacken. Das Erste, was man feststellen muss, tend to reflect the interests of those groups. And I've known really wonderful people from CCC. Das, wenn es homogen ist, dann reflektiert es auch die Interessen der Gruppe. Wann haben sie mit den Hexen angefangen? In 2001 oder 2002? Ich war in dem Raum, als ein paar Leute gesagt haben, wir probieren das einfach mal. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht an diesem Platz sitzen, aber ich möchte hier bei den Erwachsenen sitzen, hier wo die Boys sitzen. Und wir müssen Dinge rausfinden und Leute machen auch mal Fehler. Wir haben uns gestern Abend darüber unterhalten, was würde freies Radio bedeuten. Da geht es um einen
Flüchtlingsbewegung. Und da gibt es auch, die haben den Oranienplatz besetzt. Und viele von denen sind aus Gambia und Senegal gekommen. Rama als afrikanische Frau hier zu dieser Sache zu kommen, ist was Besonderes. Und einen Raum wie diesen auszufüllen oder besetzen zu können, ist was Besonderes. Vielleicht fürchtet sie sich auch vor der Bühne hier. Aber wir hatten auch ein paar unangenehme Erfahrungen. Sie ist in vielen verschiedenen Situationen und bewegt sich auch darin, dass es auch zu sowas kommen kann. Das gehört dazu, wenn man Leute hier hineinlädt, die anders sind, dann muss man auch damit leben, dass es halt diese Begegnungen geben kann. Und wenn man so inklusiv wird und die Leute von verschiedenen Sichtpunkten und Blickpunkten da drauf schauen, nicht nur Rassenunterschiede, sondern auch unterschiedliche Arten miteinander umzugehen und dann anzuschauen, wer redet und wer repräsentiert wird, das ist für unterschiedliche Öffentlichkeiten gedacht. Ich wollte euch von Lucy Bordens Film Born in Flames zeigen. Ich habe die Erlaubnis, Kopien rauszugeben. Das ist ein Film von 1983. Und der zeigt, wie Menschen zusammenleben und Sozialarbeit betreiben. In dem Berliner Freien Künstlerradio. 2003, das ist also in zwei Wochen wird es 15 Jahre alt. Wir haben unterschiedlichste Leute gefragt. Wir haben auch mit Kanak Attack gearbeitet. Die haben versucht, Identity-Politik auseinanderzunehmen. Und wir haben sie gefragt, was hättet ihr gerne aus einem Radiosender, damit ihr das mitmachen könnt und damit ihr das auch hören wollt. Und wir haben also im Prinzip Feministen organisiert. Die haben sich, dadurch, dass sie Menschen gefragt haben, haben sie auch beeinflusst, wie Software entwickelt wurde und Infrastruktur gebaut wurde. Und sie haben Vertretung, Interessenvertretung auf unterschiedlichen Ebenen gehabt. Sobald wir angefangen haben, das zu mischen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir mischen alles. Diversität ist nicht ein Begriff, den wir benutzen. Das heißt Männer, Frauen, alt, jung, Ost, West, Künstler, Schauspieler. Und wir benutzen diesen Begriff Diversität oder Inklusion. Ist normalerweise etwas, wo die dominante Kultur mit dazugehört. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, will man Leute haben, dass die sinnvoll miteinander in Kontakt treten? Oder will man damit etwas dekorieren?
there to be counted and be representative of some kind of difference, but not actually to have a meaningful role or a meaningful stake. Will man gezählt, will man die Andersartigkeit herausstellen oder will man denen einfach eine Stimme geben? Es ist Arbeit und es braucht Zeit und Energie. Die Frage hat mich sehr berührt und sobald wir einmal anfangen zu schauen, was uns unterschiedlich macht und was wir gemeinsam haben, dann haben wir eine ganze Menge, womit wir arbeiten können. I loved your term, by the way. Please give me your name later of decolonizing technology. So, diese Dekolonialisierungsanmerkung fand ich wirklich super. Vielen Dank, wir sollten uns später nochmal connecten. I can only say thank you. Und deswegen, das möchte ich nochmal betonen, also die Dekolonialisierung von Technologie auf allen Ebenen ist sehr wichtig und es passiert in der Tat auch, also wenn man sich Facebook anguckt, das so langsam überaltert ist und einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und es wird halt klar, dass diese Produkte so gebaut wurden, um zu monetarisieren und persönliche Personen zu aktivieren, um die persönlichen Beziehungen abzugreifen und zu monetarisieren. Und diese quasi eine Akkumulierung von Geld und Finanzen über diese Tools, für die Betreiber der Tools. Und das könnte man sicherlich auch im Code tatsächlich nachvollziehen. Nun gut, auf jeden Fall kapitalisieren diese Technologien persönliche Beziehungen. Und das findet man auch im Programmiercode. Und es ist eben spannend, genau in diese darunterliegenden Level zu blicken und eben diese Strukturen und Intentionen zu dekonstruieren. Deswegen super spannende Anmerkung. Ich würde gerne auch deinen Namen erfahren. Later? Ah, später. Ja, so heißt du ja nicht. Olale? Ja, also vielen Dank für die Anmerkung. Richtig gut. Und tausende Menschen werden sich diese gute Anmerkung angehört haben und wahrgenommen haben. Eine weitere Frage von Mikrofon 2. Ja, kurze Frage zu Xenofeminismus. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, auch über das Xenofeminist, das Manifesto, was ja eine Kritik des aktuellen Feminismus ist. Und eben auf Körper, Biohacking und andere Aspekte fokussiert. Und deswegen würde mich interessieren, was du als Filmemacherin und als Autorin von dieser Diskussion hältst und wie das auch deine Arbeit beeinflusst. Thank you. Okay. Vielen Dank. Also erstmal, ich bin mehr so eine Radiomacherin. Insofern bin ich mehr so eine kosmische Beraterin und nicht Filmemacherin. Meine Arbeit wird nicht direkt von dieser Diskussion beeinflusst. Es ist eher andersrum, dass ich auch beeinflusst wurde von dieser Diskussion. Ich bin auch sehr internetbasiert, was meine Arbeitsweise angeht. Und viele Einflüsse spielen eine Rolle, daher auch Xenofeminismus. AnyGo und Xeno. Xeno ist ja ein mathematischer Begriff. Aber für viele Menschen ist das Xenophobie und nicht dieser mathematische Begriff, der im Vordergrund steht. Und ja, so eine weiße Gruppe an Frauen, die dann sowas, diese Assoziation hat, das ist natürlich nicht so gut. Und das ist einer der Kritikpunkte, die gerade aus der farbigen Community herangetragen wird an diese Diskussion, dass eben Xenophobie schnell eine Assoziation ist bei Xenofeminismus, einfach auf einer begrifflichen Ebene. Und dieses Xenofeminismus-Manifest, wie ist nochmal der genaue Name? Fällt mir gar nicht ein.
Worum geht's? Ah, genau, richtig, richtig. Ja, Politik statt Alienation war das Oberthema. Und ja, dieses, das finde ich spannend. Es, diese Identität, Politik, die wird quasi nicht angenommen und es geht um eine fixe Persönlichkeit und es richtet sich so ein bisschen gegen Dekonstruktion von Persönlichkeit und die verschiedenen Layer, die in anderen Diskussionen eine Rolle spielen. Aber ich begreife dieses Alienation als eine sehr spannende Debatte, spannender Impuls. Als Manifest des Xenofeminismus sehe ich das Ganze nicht. Es hat jetzt nicht so einen großen Einfluss auf die Debatte, aber es kann ein sehr gutes Sprungbrett sein, guter Impuls, um eben diese Debatte weiterzuführen und Effekte von Technologie und Plattformen, die eine Rolle spielen in diesem Diskurs, zu verstehen und eben sich darüber zu verständigen. Und wir haben da schon eine Gesprächsreihe drüber gemacht und haben so ein bisschen dargelegt, wie das die Debatte der letzten 25 Jahre, die Feminismusdebatte, so ein bisschen verschiebt. Und mit wir meine ich jetzt Kollegen und mich. Wir haben ein Alphabet gemacht von Medien. Und es geht so ein bisschen um Linearität und Medien. Und das ist ein relativ einfacher Weg, auch um diesen Gedanken nochmal zu verbreiten und zu bewerben. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Wir haben noch 7 oder 8 Minuten. Ja, sehe jetzt keine. Ja, super. Oh, es gibt noch eine Frage. Sehr gut. Mikrofon 2, bitte. Hallo, ich wollte einfach mich nochmal kurz bedanken für diese tolle Präsentation. Und ich komme vom Hambacher Forst, wo es gerade große Demonstrationen gab und wir eine große Polizeiaktion erfahren haben. Und in diesem Kontext haben wir eine riesige, also wir als Demonstranten und Aktivisten haben sehr große Support und Unterstützung erfahren von der breiteren Bevölkerung. 65.000 Menschen haben uns unterstützt. Und auch Filmemacher und Radiomacher, also Medienmacher, sind auch gekommen zu diesem Forst und haben das dokumentiert und haben darüber berichtet. Und in diesem Kontext würde mich interessieren, wie man noch mehr dieser Menschen, dieser Medienmacher an solchen Diskursen und Debatten interessieren könnte, um sie eben auch zu begeistern und um darüber zu berichten. Ja, spannend. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Eine Gruppe von uns wollte sowieso mal euch besuchen. Und naja, das Ding ist einfach so ganz oft eine Abwägung, Prioritäten, Zeit. Man kann sich eben nicht zweiteilen. Aber was halt allgemein wichtig ist, also ich mag den Begriff Networking nicht so sehr, aber man braucht schon irgendwie Allianzen und Verbindungen zu Leuten und das braucht auch Arbeit, das muss man aufbauen. Es gibt öfters mal so lokale Protestbewegungen, lokale Diskurse und man muss eben schauen, wie man den an einen größeren Rahmen anbindet, also für eine größere Gruppe an Menschen relevant macht. Und das würde ich empfehlen. Insofern fangt vielleicht auch mal mit dem Lokalradio an. Die haben sicher auch großes Interesse. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Bitte jetzt an die Mikrofone treten. Ja, ich würde gerne auch noch kurz was sagen. Also ich bin jetzt im Moment ja hier und ich hoffe Rama, meine Co-Referentin, dass es dir gut geht und dass sie demnächst kommt. Auf jeden Fall, ich möchte noch ganz kurz faces-net aufmachen. Das war mal eine Mailingliste. Aber jetzt
könnt ihr immer noch als Frau mit uns in Kontakt treten. Wir gucken so kurz, wer uns da anschreibt. Aber es ist auch offen für Trans-Personen. Wir gucken da jetzt schon hin, aber Frauen, Trans. Und ja, das sind so 400 Leute, die sich darüber verbunden haben und 400 weitere sind so im größeren Umfeld auch noch unterwegs. Und was wir da zum Beispiel machen ist, wir bauen einfach zum Beispiel hier jetzt ein Treffen. Wir machen ein Treffen, da kann man vorbeikommen und mal die Gesichter wirklich sehen und eben sich mit weiteren Frauen unterhalten möchte, die sich im künstlerischen, technologischen Feld bewegen, dann ist das eine gute Plattform, auf der man sich austauschen kann. Insofern FacesNet, meine kurze Empfehlung an dieser Stelle. Und das ist auch immer als Startpunkt zu verstehen. Also das, von da bewegt man sich dann weiter und greift den Diskurs auf und macht, schließt weitere Aktionen an. Hallo. I'm one of the translators of the Cinefeminist. Noch eine kurze Frage hier von Mikrofon 2. Ich habe in der Tat als einer der Übersetzer das Xeno-Feminist-Manifest übersetzt ins Spanische. Und mich würde interessieren, welche Technologien und Strategien siehst du, die so ein bisschen den Xenofeminismus überwinden? Welche Technologien sind da wichtig? Also, ich finde, dass die beste Technologie, die die Menschen im Sinne von Xenofeminismus begeistert, das ist eigentlich das Gehirn. Also man selbst sollte eben seine Gehirnkraft nutzen. Und auch wenn diese Gruppe interdisziplinär ist, ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen eine Sackgasse im Moment. Und ja, also es gibt sicherlich so ein paar gute technologisch affine Menschen, die das weitertragen könnten. Ja gut, ich möchte jetzt hier keine Diskussion anfangen, aber die Gruppe, also es gibt ja keine großen technologieaffinen Menschen in dieser Gruppe. Naja, schon, es gibt da super viele technologieaffine Leute, zum Beispiel Gen-Editing, CRISPR, die Genschere, Körpermechaniken. Das würde ich jetzt so sehen. Ich weiß nicht, ob das eine Praxis ist, aber du als Technologe scheinbar schon. Ja, super. An dieser Stelle auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für diese super Diskussion.